So, also wie gesagt, wir werden diesen Türbereich hier verschönern und zwar soll das eine Mischung werden aus einem Holzrahmen, der noch mit kleineren Holzstuckteilen erweitert wird. Dazu passend werde ich den Rahmen einmal umlaufend bemalen mit einem barocken Muster und hier oben drüber wird es auch noch mal einen Rahmen und ein separates Gemälde geben zum Thema Jagd, weil das wird ja hier das Jagd- und Wasserschloss Mittelelbe. Und da wollen wir natürlich ein Jagdmotiv auch mal an der Wand haben, wird es auch noch an einer anderen Ecke geben. In der Zwischenzeit hat sich hier hinten am Rückbuffet und so weiter auch schon einiges getan, dazu aber in einem anderen Video. Guten Abend! So, bis auf das Jagdmotiv ganz oben ist jetzt der Durchgang mit allen Stuckelementen und Malereien soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein schönes Wochenende! So, und jetzt, wie versprochen, noch die Zusammenfassung, wie haben wir die tollen Tische gebaut und wie ist der Fußboden in der unteren Etage entstanden.